Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Mats85. Wir hatten ja im letzten Part uns den Zettel geholt und daher werden wir auch noch demnächst, ja, was machen wir am besten? Erstmal den Drosche abtanken, so dass wir hier in naher Zukunft erstmal ein paar Euros machen. Und daher werden wir auch jetzt anfangen, ziemlich zügig hier mit erstmal ein paar Euros zu machen, denn ich fahre ja gerade den mächtigsten Umweg, der es überhaupt gibt, am Sägewerk vorbei. Hab mal einen kleinen Moment gepennt, aber das bringt uns jetzt auch mal in eine kleine Runde. Aber daher düsen wir das erste Mal Richtung Droscher, in der Hoffnung, dass wir da ankommen. Wie gesagt, wir müssen uns erstmal darauf hinarbeiten, dass wir uns noch ein paar Flächen holen. Aber nichts außer trotzdem müssen wir erstmal hier anfangen. Und zwar nochmal einen Drosche abtanken und den zeitnah, ja, wo fahre ich eigentlich jetzt lang? Zeitnah erstmal ein paar Euros machen. Deswegen werden wir eben schon nochmal abbunkern. Kann man finden. Der macht die Seearbeiten noch. Mal schauen wir das Röhrchen raus und schmeißen uns erstmal hier den Schwung drauf. Dass wenigstens die 1000 Liter noch mitnehmen. Der ist jetzt auch fertig. Den stellen wir mal zurück zum Hof. Daher düsen wir jetzt langsam hin. Und in den nächsten Parts werden wir nach und nach Stückchen für Stückchen uns erstmal hier lang hinwirtschaften müssen, weil wir brauchen wirklich noch ein bisschen Technik und anschließend noch, ja, anschließend, was brauchen wir noch? Technik, die ist am wichtigsten. Wenn es gut läuft, können wir uns ja zeitnah den Ladewagen schnappen, ins Video bauen. Mal gucken, was wir jetzt nehmen. Ich habe jetzt ein paar am Start, aber lasst euch überraschen, welche das werden und daher einfach mal überraschen lassen. Dann gehen wir mal Soja-Ernte, vielleicht noch ein bisschen Geld machen, gehen das Silo verkaufen. Wie gesagt, glaube, wir haben Hafer in die Lager gehabt, ich weiß es nicht ganz genau. Und daher lassen wir es mal überraschen, aber erstmal müssen wir unser Heu machen und daher werden wir ins Heu erstmal hingehen, dass wir da weiterkommen. Die zwei Flächen schnell wenden, beziehungsweise eine. Wir brauchen ja Heu und Gras und den ganzen Spaß, aber wir werden den hier nicht drin stellen, denn ich habe ja nämlich einen kleinen Plan und da lassen wir uns mal überraschen. Aber wir wollten ja schnell ins Heu gehen, werden wir es auch machen. Daher klappen wir ihn aus, lassen ihn runter, innen hoffen, dass wir hier zeitnah das Heu macht kriegen. Mal gucken, vielleicht verkaufen wir es, mal sehen, ich weiß es selber nicht richtig, aber da lassen wir uns mal überraschen. Aber erstmal schnell wenden, aber ordentlich wenden, nicht wie bei den Chaoten. So, aber müssen wir auch erstmal was schaffen und daher müssen wir noch mal zurückschieben. In hoffen, dass wir jetzt das Heu fertig kriegen, zeitnah. Und daher müssen wir mal ein bisschen ranhalten. Und deswegen sputen wir uns mal eine kleine Runde. In hoffen, dass wir hier ordentlich was hinbekommen. Und daher reißen wir uns mal ein bisschen am Riemen, machen noch schnell unsere Heufläche fertig. Und daher müssen wir uns erstmal ein bisschen ranhalten, so dass wir wenigstens zeitnah die Flächen fertig bekommen. Und deswegen wenden wir schnell noch durch, machen das Feuerwende fertig und daher machen wir jetzt das Heu für unsere Kühe, eventuell auch schon Pferde. Da lassen wir uns mal überraschen, wie es hier nun weitergeht mit uns. Und deswegen haben wir noch die Fläche fertig. Dann werden wir noch, wir brauchen noch einen Schwader. Da kostet auch noch, die Presse kostet noch. Und daher lassen wir uns mal überraschen, wie wir hier weitermachen.
Aber wir müssen ja Stückchen für Stückchen lang hinmachen, so dass wir hier endlich mal auf den goldenen Zweig kommen. Und daher machen wir erstmal Heu. Und dann wollen wir, will ich mal zeitnah hoffen, dass wir hier, wie ist das, die ersten Tiere holen können. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Er macht dann vielleicht auch noch fertig. Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen Geld machen und daher verkaufen wir schnell mal unser Lager, was wir da haben. Und deswegen fahren wir schnell hin, denn ich will ja noch zeitnah ein Silo stellen, dass wir endlich mal Silage machen können. Im großen Stil, nicht nur im kleinen. Und daher lasse ich mal überraschen. Aber wir düsen erstmal mit Ihnchen los, so dass wir hier zeitnah noch ein paar Euros in die Tasche gespielt kriegen. Denn wenn wir mal das Silo leer fahren müssen, weil uns das Geld noch ein bisschen knapp ist, und daher reiten wir mal hin, laden uns den Weizen auf. Hier steht unser Drescher. So, aber erstmal hier anhalten. 11.000, das sind also noch knapp 2 Züge. Die werden wir jetzt erstmal hindüsen müssen. Wegfahren müssen. Und daher werden wir uns einmal sputen, dass wir wenigstens die wegbekommen. Wie gesagt, die 2 Flächen noch gewendet kriegen, die Press kriegen. Und daher werden wir uns mal überraschen lassen, was wir noch alles machen müssen. Wie gesagt, es wird keine große Presse werden, aber es kommt eine, die vernünftige Ballen macht, und daher einfach mal überraschen lassen. Und deswegen fahren wir schnell mal den Weizen weg. So dass wir hier einigermaßen über die Runden kommen. Werden wir jetzt hier noch ein paar Touren machen heute. Und ich habe mal wieder verfahren. Na gut, fast verfahren. Und daher werden wir erstmal den Weizen zu Geld machen, dann gucken, wo es meiste Geld gibt für die Gerste. Und deswegen hauen wir uns erstmal die Fuhr runter, denn wir müssen uns auch mal einen größeren Anhänger holen, denn ich will ja nicht 300 mal hin und her fahren, und daher müssen wir uns mal drum kümmern, dass wir mal einen größeren Ladehänger kriegen. Da sind wir nämlich drauf hin. Und wie gesagt, der Schwader ist auch schon mal drin. Passt doch. Theoretisch können wir auch ein paar Aufträge machen. Das wird auch praktisch so werden. In der Zeit, wo unser Helfer, wie ist das, die Bodenbehauptung macht, machen wir noch ein paar Aufträge. So dass wir hier noch ein paar Euros zusätzlich verdienen, denn wir brauchen ja wirklich noch ein bisschen Money, und daher hauen wir uns erstmal darauf hin, dass wir noch ein bisschen Money erreichen. Wie gesagt, das Feld, das hat ganz schön Schlauch, aber so ja, das bringt auch ein bisschen Geld. Ertrag ist ziemlich niedrig, aber lassen wir uns mal überraschen, was wir jetzt am Ende des Tages bekommen. Und daher hauen wir uns erstmal noch die Fuhr voll. Den restlichen Weizen weg. Also halt noch eine halbe Fuhr, das bringt uns vielleicht die 100.000 wieder. Dann lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, die Heutechnik, die ist ja schon bezahlt. Kredit haben wir glaube ich keinen. Ich muss selber noch mal gucken, denn ich bin auch schon mal raus aus dem Spiel gewesen. Wie gesagt, das letzte Mal eine Staffel aufgenommen für in der Woche. Ich muss selber gucken, was wir jetzt noch machen. Und daher, nee, die letzten 3 Parts aufgenommen. Wie gesagt, in Weihnachten gewesen. Und daher bin ich leider raus aus dem Spiel. Und deswegen müssen wir uns hier auch mal ranhalten, dass wir hier noch ein paar Euros machen. Und daher müssen wir uns hier mal ein bisschen darauf hinarbeiten, dass wir hier weiterkommen. Und daher werden wir uns einmal ein bisschen Geld machen müssen.
erwirtschaften, das Silo leer fahren. Denn wir haben ja reichlich im Silo drinne. Noch 900 Naturenzucht da, Hafer ist 0. Dann haben wir noch Rapszwiebel, das passt ja also ganz gut. Da gehen wir gleich mal zurück. Und werden uns gleich mal noch einen Anhänger holen, denn ich will ja nicht 300 mal hin und her fahren. Und daher wird erstmal ein großer geholt für 25.000. Die Standardbereifung muss reichen. Und daher werden wir uns erstmal den noch ranholen. Aber ich denke mal, unser Wender, da müsste auch endlich mal fertig sein. Da gucken wir gleich mal. Ja. Da werden wir den noch mal schnell fertig machen. Aber das wie so ist, wie es ist. Helfer 11 hat die Arbeit beendet. Passt doch. Da ziehen wir schnell mal zu der anderen Fläche. Ach, der Helfer F ist ja unsere Seemaschine. Attieren wir schnell mal rüber zum anderen Feld. Moment, Moment, Moment. Das werden wir nicht machen, weil das wäre jetzt böse. Und daher attieren wir gleich mal mit dem Düngerstreuer nochmal drüber. Dann brauchen wir noch nachdenken und dann ist das auch schon fertig, die Fläche. Und daher werden wir schnell einen Düngerstreuer drüber wegschicken. Ach, da ist er. Ich weiß, wo er steht. Und zwar da, den werden wir uns einmal schnappen, Dinger schmeißen und dann geht es auch weiter, dass wir hier wenigstens noch ein paar Euros erhaschen, dass wir hier wenigstens zeitnah wenigstens erstmal um grün Zweig kommen. Werden wir jetzt noch die schnelle Fläche durchdingen. Und daher lassen wir uns mal überraschen, was wir noch so machen für schönes Zeug. Und daher müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir hier noch dass wir uns nicht festfahren. Deswegen schieben wir uns zurück. In Hoffnung, dass wir endlich ankommen. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich noch in zwei Wiesen kaufen, dass wir hier weiterkommen. Und daher müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir hier zeitnah und ordnungsgemäß erstmal auf unsere Runden kommen. Und daher werden wir Stückchen für Stückchen weitermachen. Erstmal hier das Vording, dass wir hier wenigstens hier ordentlich gedüngt haben. Da kann man die Seemaschine drauf setzen, dass die uns hier die Fläche fertig macht, und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen, denn wir wollen ja auch in der nächsten Ernte fliegen, da brauchen wir auch den Flug, und daher müssen wir den auch fertig machen. Aber wir düsen jetzt erstmal zurück und holen uns den Hänger, den Anhänger. Und es ist zum zweiten Mal in diesen Aufnahmen meine Uhr umgefallen, dass ich weiß, wie schwitz wir es haben. Aber naja, da dürfen wir gleich mal uns den Anhänger holen. Und in der Hoffnung, dass wir da mal ein paar größere Touren zusammenkriegen, werden wir uns zeitnah darum kümmern müssen, mit beiden hochzudüsen. Aber wie gesagt, ich denke mal, den hier werden wir umbauen als Ladehänger, als Platte, dass wir da mal was hin und her fahren können. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Aber erstmal heißt es, den Anhänger mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir hier einigermaßen zügig lang hinkommen. Und daher holen wir uns jetzt noch die Anhänger, den wir heute auch schon geholt haben. Und deswegen machen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann müssen wir mal schnell mal ankoppeln. Das passt ja einigermaßen ganz gut noch mit denen hier. Dran ist er. Und daher tigern wir schnell noch zum Hof. Und das passt ja auch ganz gut. Jetzt sind wir auch bald beim Hof. Und dann können wir auch schon den Kleinen abbommeln. Fahren halt nicht mehr so oft, haben halt größere Mengen. Aber der Kleine wird wahrscheinlich zu 90%. Zu 90% für die Ernte mit ingestellt, dass wir da noch ein bisschen was erreicht kriegen.
müssen wir halt mal ein bisschen sputen. Helfer J hat die outwendet, also unser Düngerstreuer. Dann können wir ja auch zur Zeit werden wir den auch jetzt schnappen. Nee, der hat nicht mal die outwendet, da ist irgendwas schief gelaufen bei den Klebemann. Damit müssen wir halt noch mal nachdenken. Deswegen machen wir es gleich fertig. Dann ist auch der Part zu Ende. Hoffentlich zeitnah. Dann kann man nämlich hier wieder neues Zeug draufstellen. Und da ja, passt es auch ganz gut, dass wir nochmal hier ein bisschen was machen müssen. Dann will ich hoffen, dass der Part auch zu Ende ist. Dass wir hier weitermachen können. Aber nichts außer Grund, müssen wir im nächsten Part nochmal Heu wenden auf der anderen Fläche. Müssen wir halt noch pressen. Die Presse brauchen wir auch noch und daher haben wir noch viel, viel zu machen. Und deswegen werden wir jetzt noch den Düngerstreuer wegfahren. Und dann ist auch Part zu 90% auch beendet. In Hoffnung, dass wir jetzt wieder mal keinen Schaden bauen und daher düsen wir erstmal rüber. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Da steht ja unsere neue Errungenschaft, mit der wir demnächst noch mal einen großen Schwung Geld machen müssen. Und daher werden wir uns einmal sputen, dass wir den ja ordentlich wieder hingestellt kriegen. Und zwar in unser Lager. Ich weiß noch nicht, wo ich das Stroh reinfahre. Schauen wir dich ab. Und schnappen uns unsere Seemaschine, dass wir einmal den im nächsten Part den Angriff für nehmen. Ich weiß, wo ich sie. Ach, da. Langer Tag. Ich weiß nicht, wo ich sie erstmal wieder hingestellt habe. Aber naja, das werden wir auch noch schaffen. Deswegen hängen wir uns das Ding wieder an. Und dann werden wir im nächsten Part lustieren zum Feld, dass wir da weitermachen können. Aber bis wir da weitermachen, heißt es erstmal. Danke, dass ihr mir mal zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze für Marcel Happy. Tschüssi.